Wir sind wieder mal in der Stadtbibliothek. Heute treffe ich Peter Wensierski zu seinem Buch Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Ja, Herr Wensierski, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ein spannendes Buch, geht um die Zeit ja, kurz vor der Wende, kurz nach der Wende, spielt in Leipzig, was die jungen Leute da alles getan haben. Seit 1979, damals waren Sie Mitte 20, habe ich recherchiert, haben Sie als westlicher Journalist die DDR bereist und haben ja auch von dort berichtet, also hautnah. Eine politisch wirklich stark bewegte Zeit. Wolfgang Biermann ist gerade ausgebürgert worden. Und ja, nach dem starken Protest der Künstler in der DDR sind ja auch andere gegangen, wie Manfred Krug, Katharina Thalbach, kennt man ja alle Namen. Wie haben denn Sie damals diese Zeit erlebt, auch als junger Erwachsener? Und was waren Ihre Gedanken? Ich habe noch Bettina Wegner erlebt, bei einem Auftritt in der Kirche. Also das waren diese Zeiten Ende der 70er Jahre. Ich fand es wahnsinnig spannend. Es war ja so, nach außen hin dachten viele in Westdeutschland, DDR, das ist was ganz Graues und Langweiliges. Aber als ich dann hier war, habe ich gemerkt, oh, unter der Decke geht es doch ganz schön bunt zu. Das heißt, ich habe dann sehr schnell viele junge Leute kennengelernt und meistens auch im Umfeld der evangelischen Kirche, wo eben solche Veranstaltungen stattfanden mit sonst nicht auftreten könnenden Sängern oder Schriftstellern. Klaus Schlesinger habe ich erlebt, Stefan Heim, eben in den Räumen der Kirche. Und das zog auch Jugendliche an, Jugendliche, die sich Gedanken über die Umwelt machten, Gedanken über den Frieden, und zwar nicht nur einseitig, sondern sie wollten Abrüstung in Ost und West. Diese Bewegung Schwerter zu Flugscharen kam auf. Jugendliche trugen dann hier dieses Symbol Schwerter zu Flugscharen. Volkspolizisten hielten sie auf der Straße mitunter an und holten die Schere raus und schnitten es ab. Also es brodelte schon ein bisschen, auch Anfang der 80er Jahre. Und für einen Journalisten wie mich war das natürlich total spannend, weil ich merkte schon, die DDR wollte ganz vieles unter der Decke halten, dass es nicht bekannt wird. Und ein Journalist möchte das ganz gerne öffentlich machen, gerade das, was unter der Decke gehalten werden soll. Und da gab es einfach viel zu berichten. Ihr Buch erzählt ja nun von dem Aufbegehren junger Erwachsener Ende der 80er Jahre in Leipzig bis zur Friedlichen Revolution. Warum war es denn wichtig für Sie, diese Geschehnisse in einem Buch zu dokumentieren, und welche Quellen konnten Sie nutzen? Ich war damit unzufrieden, dass man in der Zeitung meistens nur sehr kurz was schreiben kann. Und ich war auch in gewisser Hinsicht unzufrieden mit dem, was immer so zu bestimmten Jubiläumsdaten sehr verkürzt erzählt wird. Viele Leute, gerade auch in Westdeutschland, denken immer, naja, dann haben die da im Oktober 89 eben plötzlich mit 100.000 Mann demonstriert und dann fiel die Mauer durch ein Versehen oder so. Nein, es ist ja doch etwas anders gewesen. Es hat ja seine Vorgeschichte gehabt. Das, was ich schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre erlebt habe, dieses Grummelnde, dieses Widerständige, ja, dieses Rebellische bei Jugendlichen. Ich erinnere mich noch gut, dass ich zum Beispiel Anfang der 80er Jahre hier in Magdeburg war. Da gab es einen Gottesdienst im Dom von der Brüderschaft T.C. Und der Dom war voller Jugendlicher. Und im Eingang standen eine ganze Gruppe Magdeburger, 16-, 17-jähriger Punker. Die habe ich interviewt und gefragt, warum sie so drauf sind, warum sie hier so leben. Und sie haben einfach die Schnauze voll gehabt, wie sie mir gesagt haben, sich anzupassen, so wie ihre Eltern, haben sie erzählt, und wollten halt ja selbstbestimmt leben. Und das wollten damals ganz viele. Und dieses Rebellische hat sich fortgesetzt, die ganzen 80er Jahre. Und ich kann nicht in einem Zeitungsartikel so verkürzt das wiedergeben, was wirklich passiert ist. Dazu braucht es schon ein Buch. Als ich übrigens anfing zu schreiben, dachte ich auch, das Buch wird vielleicht 300, 350 Seiten dick. Es ist fast 500 Seiten geworden und ich hätte noch mehr schreiben können. Aber viele Dinge, die sonst immer unter den Tisch fallen, nämlich gerade Dinge, die auch mit dem normalen Leben zu tun haben. Viele Historiker, die die Ereignisse von 89 beschreiben, die erwähnen nur die Vorfälle, die Ereignisse. Ich wollte wissen, welche Menschen standen dahinter und wie ging es diesen Menschen? Wie waren die miteinander befreundet? Wie waren die vernetzt? Und gerade diese Jugendlichen, die ich da beschreibe, die alle zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, die haben ja auch eine Menge Konflikte hinter sich gehabt mit ihren Eltern, Diskussionen, Gespräche mit ihren Lehrern oder sogar mit der Armee. Sie haben ein Leben gelebt, das darin mündete, dass sie sich schließlich zusammengetan haben,
ein großes Netzwerk, nicht nur in Leipzig, sondern auch darüber hinaus. Hatten sie viele Freunde in der ganzen DDR, auch hier nach Magdeburg, nach Quedlinburg, kamen zum Beispiel Leute zum Straßenmusikfestival. Das war eine Idee von einem Straßenmusiker in Leipzig und von den Frauen in diesen Gruppen, sowas mal auf die Beine zu stellen. Und dann kamen sie eben aus dem ganzen Land dort zusammen und das muss man alles mal ausführlich beschreiben, dachte ich. Und dadurch ist dieses Buch entstanden. Und ich hatte auch was mit denen natürlich zu tun gehabt, schon zu DDR-Zeiten. Das ist das Thema Quellen. Sie haben nach den Quellen gefragt. Hm. Also für mich ist die wichtigste Quelle immer der Mensch. Und ich habe mich als erstes mit den Leuten unterhalten, mit ja dann wirklich 40, 50 Leuten, die dabei gewesen sind. Ich habe es vermieden, zuerst Akten zu sehen, Stasi-Akten gar. Ich wollte erst mal mit den Menschen reden und zwar nicht nur einmal. Normalerweise kann man als Journalist oft nur einmal, vielleicht zweimal noch mit jemandem reden. Aber es hat Spaß gemacht und ich merkte, dass sie, je länger die Gespräche dauerten, sie sich immer mehr erinnern konnten. Und manche gingen dann erst beim vierten oder fünften Gespräch plötzlich in den Keller oder in den Dachboden und holten Sachen hervor, die sie auch vielleicht längst vergessen hatten. Es war ganz irre. Einer hatte zum Beispiel mal, als er die Nase davon voll hatte, von der Stasi bespitzelt zu werden, die immer in einem Auto vor seinem Haus stand, die sogar einen leerstehenden Laden vor seinem Haus angemietet hatten und einen festen Beobachtungsstützpunkt dort eingerichtet hatten. Er hatte davon die Nase voll und wollte den Spieß mal umdrehen. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Teleobjektiv gekauft, hat ausgekundschaftet, wann die Stasi in Leipzig da Feierabend hat und hat sich in einem Haus gegenüber auf dem Dachboden mit einem Freund, der aufgepasst hat, in den Taubendreck gelegt und durch das Fenster die komplette Stasi-Mannschaft, die aus dem Tor nach Feierabend kam, fotografiert. Das erzählt er mir und geht dann in den Keller und holt tatsächlich diese Fotos heraus. Und beim nächsten Mal sagt er, vielleicht habe ich auch noch ein Tonband. Was für ein Tonband? Naja, mir ist zwar nichts passiert, erzählt er, als ich diese Fotos von den Stasi-Leuten gemacht habe. Ich wollte das ja öffentlich machen. Wir wollten in so einer Kirche vielleicht so eine Ausstellung machen. Wir wollten denen nachgehen. Wir kannten ja, viele von uns kannten diese Leute als Verhörer. Und dann kam aber eine Woche später ein Brief vom MFS, Untersuchungsabteilung. Bitte kommen Sie Montag, den so und so vielten August, in die Stasi-Untersuchungsabteilung und Zwecksklärung eines Sachverhalts. Ich also hin. Und was hat der Kerl gemacht? Er wird verhört und die fragen ihn, ob er denn die Stasi ausspionieren wolle, ob er sich für ihre Mitarbeiter interessiere. Er sei ja so oft da in der Nähe des Objektes aufgefallen und er erzählt ihnen da was vom Pferd, dass es halt auf dem Weg, wenn er in die Stadt geht, liegt und er schneidet dieses Gespräch mit einem versteckten Tonband in seiner Jacke. Er schneidet das Verhör der Stasi, wo sie ihn fragen, ob er die Stasi ausspionieren will, mit selbst. Geht nochmal in den Keller und sucht es und findet tatsächlich dieses Tonband. Das fand ich ganz irre, dass man solche Dinge noch findet. Aber das war jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber es gab auch bei vielen anderen Gesprächen solche tollen Erlebnisse, dass eben Frauen sich dann trauten, mal ihre Tagebücher mir zu geben, zu lesen, zu geben. Und Briefe, die sie geschrieben haben, das sind auch Quellen, aus denen ich schöpfen konnte. Kalender waren ganz wichtig, in denen Termine eingetragen waren, Treffen. Einer hatte auch einen Kalender, der war Theologiestudent, der hat das dann alles in Hebräisch rückwärts aufgeschrieben, damit die Stasi auf keinen Fall lesen konnte, konnte sie auch nicht. Und ich habe natürlich auch in den Fotoalben geblättert und viele private Fotos eingesehen. Das Titelbild hier oben in dem Buch, die Gesine, eine ganz wichtige Frau in dieser Protestszene von Leipzig, das habe ich im Fotoalbum ihrer Freundin gefunden. Das war da ganz unscheinbar drin und ich dachte, das drückt am besten das aus. Der Buchtitel zeigt ja unten die demonstrierenden Jugendlichen am 4. September 89 und diesen Spagat, dass ich was über die Personen erzählen will, ihnen ganz nahe kommen will. Und über ihre politischen Aktionen. Also das waren so die Quellen. Und natürlich habe ich dann auch noch diese ganzen SED-Protokolle, kirchliche Protokolle gelesen und zum Schluss auch noch Stasi-Akten. Und ich habe ja auch nicht nur mit ein oder zwei Leuten geredet. Da kann es ja sonst auch schon mal vorkommen, dass da was nicht stimmt oder unscharf wird. Wenn man mit 30, 40 Leuten redet, gleicht sich das aus. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Wie muss man sich denn dieses Leben der Menschen, also dieser jungen Leute,
damals vorstellen. Die haben einfach den Alltagstrott satt, die DDR und auch die Stasi. Wie haben die gelebt? Also ich fand das ziemlich erschreckend. Ja, erschreckend. Wir haben in Abbruchhäusern gelebt und viele haben ja auch nicht das Abitur machen dürfen und mussten dann Jobs machen in Altersheimen, auf Friedhöfen, irgendwelche Hilfsjobs, weil man durfte ja nicht ohne Arbeit bleiben. Es gab ja einen alten Paragraphen, asozialen Paragraph, der bedrohte Jugendliche, die nicht arbeiteten, und mit dem Jugendwerkhof zum Beispiel dann. Aber das war ein Milieu, da traf man sich. Und dann kamen auch die Theologiestudenten, Theologieseminare der Kirche, waren auch so ein bisschen Sammelbecken von widerständigen Leuten. Da mischte sich eine explosive Mischung von Hunderten von Jugendlichen in Leipzig zusammen. Das war auch in anderen Städten so. Das war nicht nur in Leipzig so, aber dort ganz besonders. Es gab 25 Gruppen, Basisgruppen aller Art, Umweltgruppen, kirchliche Gruppen. Also die hatten oft kirchliche Namen, weil die Kirche gab ja auch einen gewissen Schutz erstmal. Man konnte sich ja nicht einfach irgendwie Oppositions- oder Untergrundgruppe nennen. Konnte man schon, aber dann wurde man möglicherweise sehr schnell zerschlagen und dann verhaftet. Hießen eben Gerechtigkeit, ja, zum Beispiel. Hießen eben Arbeitskreis Gerechtigkeit oder Initiativgruppe Leben. Und wenn die eine Demonstration machen, ich beschreibe das auch in dem Buch am Anfang noch im Jahre 88, da haben sie das nicht Demonstration genannt, sondern vielleicht noch Pilgerweg oder Pleiße Gedenkumzug. Also vorsichtige Worte. Ich meine, für die SED und für die Stasi waren es trotzdem Demonstrationen, aber das war noch nötig, weil der Staat traute sich bei Dingen, die irgendwie mit der evangelischen Kirche zusammenhängen, nicht sofort so hart zuzuschlagen. Junge Leute, die einzelne Aktionen machten, ohne so ein Netzwerk zu haben und ohne den Schutz der Kirche zu haben, da wurde oft noch auch 88, 89 sehr brutal und hart zugeschlagen, wurden Leute verhaftet und auch verurteilt zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Aber in diesem Fall hier war es eben gut. Die 25 Gruppen in Leipzig hingen zusammen, das waren etwa so 300 Leute. Man war ja nicht Mitglied in diesen Gruppen, sondern wer hinkam, wer dabei war, der gehörte dazu. Das wechselte auch manchmal, manche waren auch in mehreren Gruppen drin. Das ist eine spannende Infrastruktur, wie das da unter der Decke eben aussah, wie das inoffiziell dieses Widerständige, diese rebellischen Jugendlichen sich organisiert hatten. Mhm.